So, gefühlt Stunden später hat es erst geklappt, dass der Bösewicht kaputt gemacht wurde. Mittlerweile greifen die schon zum zweiten oder dritten Mal wieder an. Gut, dass unsere Reiter jetzt hier in der Nähe sind und gleich raufgehen können. So hat sich das Ganze wenigstens relativ schnell erledigt. Gut gemacht. Jetzt können wir uns endlich um die Basaltstatuen kümmern. Es wurde aber auch Zeit. Meine Fresse, hat das lange gedauert. So, aktuell dürfen wir bis zu 52 Farmen haben, bis zu 52 Bauern kriegen wir ja auch unter. Wir haben noch ein mittleres Anwesen, das muss noch groß werden, das dauert noch eine Weile. Und wir bauen jetzt hier unten weitere Soldaten mit hin. Eins, zwei, drei, vier Häuschen reichen. Das sind 12 weitere Leute, die sich darum kümmern können, dass von hier unten aus alles geschützt ist. Immerhin. Und wir haben noch ein bisschen was an Ziegeln übrig. Theoretisch könnten wir hier unten schon mal alles fertig machen und den Obelisken Steinbruch holen. Die Frage ist jetzt, warum haben wir so wenig Papyrus? Haben die sich erstmal mit Papyrus ausgestattet? Das kann durchaus sein. Und wir brauchen auch noch ein bisschen mehr an Ziegeln, um die Obelisken dann haben zu dürfen. Zumindest die kleinen Obelisken würden wir dann bekommen. Ich brauche aber die großen. Das heißt, wir müssen da noch weiter und noch mehr machen. Der Basaltsteinbruch gehört schon mal uns. Perfekt. Da haben wir jetzt einmal die großen Statuen. Die nehmen wir mit und die kleinen nehmen wir ebenfalls. Die werden jetzt schon mal geliefert. Speichern wir auch gleich unter Test 2. Und ich hoffe, dass so langsam mal die ganzen Leute hier mit hinkommen, die wir brauchen. Ganz gut. Und dir? Achso, Wagenlenker, Wagenlenker. Wagenlenker, Wagenlenker. Sehr schön. Dann haben wir jetzt nämlich weitere Wagenlenker. 4 Stück. Das dürfte reichen. Dann haben wir jetzt 5 mal 3 sind 15. Und 4 mal 3 sind 12. Also 27 Wagenlenker. Das müsste erst einmal reichen, um auch die hier kaputt zu machen. Wir brauchen ja bloß 20 Stück. Und wenn wir jetzt auch schon Kopesch haben, dann dürfte das kein Problem sein. Wir haben allerdings keine Kopesch aktuell, weil wir nämlich Kupfer und Zinn hochgesetzt haben. Jetzt können wir ihm sagen, dass er das herstellen darf. So, dann müsste er auch schon loslaufen. Okay, die neuen Standorte sind da. Dann bauen wir jetzt noch eine weitere Warenabladestelle hier vorne mit hin. Für großes Standbild. Und eine für kleine Standbilder. Und die mit den kleinen sind schon da. Ging schneller als erwartet. So, die ersten Leute sind da, müssen sich jetzt erstmal ausrüsten. Das dauert eine Weile. Aber die werden dann auch bald trainiert. Und du musst erstmal die gesamten Bauvorhaben beaufsichtigen, sodass wir dann den Kulttempel bekommen. Du hast im Moment nicht viel zu tun, gehst jetzt aber rüber. Sehr schön. Wir können nämlich unsere Arbeiter gleich die großen Standbilder rüberziehen. Er holt sich eine Rüstung. Manche von denen haben schon Rüstungen. Plünderer greifen an. Diesmal nicht von Süden. Diesmal von Norden. Aber trotzdem müssen sie an unseren Soldaten vorbei. Sehr gute Überschwemmung. Oder kommen sie doch von Süden? Nee, dann kommen die von Norden. Ach, jetzt kommen sie von oben links, weil sie unten jetzt keine Chance mehr haben.
Ach, Leute, nee, da muss ich hier auch noch ein paar Leute mit hinbauen. Die haben sich jetzt erstmal ausgerüstet mit Rüstungen. Du kannst dich jetzt wieder weiter um Zinn kümmern. Hier werden jetzt nach und nach Kopesch hergestellt. Die ersten ausgebildeten Leute haben auch schon Kopeschs und können nicht beten. Zu Anubis und zu Re. Ja, für Re habe ich noch nicht mal einen Schrein. Das stimmt. Das werden wir ändern. Den werden wir vielleicht hier mit hinbauen. Ich baue bloß einmal eine Straße entlang. Dann könnten wir hier nämlich auch noch einen Priester mit hinsetzen und zwei Schreine. Von dort. Ja, vielleicht werden sie sogar den Schreiber überfallen. Das wäre schlecht für mich, aber da muss ich durch. Wir haben noch genügend Priester. Aktuell fehlt uns der Schreiber. Der Schreiber ist tot. Oh nein! Aber ein neuer Schreiber kommt bald an. Gott sei Dank. Hat er einen Griffel fallen lassen? Hat genug davon, den Wohlstand anderer Leute zu schätzen und will sich in einem netten kleinen Stadthaus niederlassen, um seine Memoiren zu schreiben und das nötigenfalls auch in einer anderen Stadt. Toll. Bösewichte sind unterwegs. Da kommen sie. Der große Tempel wird aktuell nicht betrieben. Wir könnten jetzt noch einen weiteren Priester mit reinholen, aber ich werde erstmal dafür sorgen, dass wir das hier weiter ausbauen. Ja, speicher mal. So, ein Brunnen kommt dazu. Lass mich raten, ihr wollt den Aufseher beklauen. Genau, prügelt euch mit denen. Noch wurden sie nicht bestohlen. Doch, jetzt wurden sie bestohlen, verdammt. Und die Plünderer greifen schon wieder an. Die kommen immer häufiger. So habe ich zumindest das Gefühl. Aber nee, es kommen keine. Auch die Musik ist ruhig. Es kann sein, dass die gleich vernichtet haben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, die haben keine Waren mehr. Die müssen jetzt erstmal wieder alles neu ranholen. Und auch der Schreiber wird dieses Jahr nicht besonders viel machen. Da müssen wir leider durch. Ich bin am Überlegen, was wir jetzt noch brauchen. Wir haben die Statuen. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. So, dann kriegen wir schon mal die Obelisken. Und wir bauen jetzt noch eine weitere Papyrus-Werkstatt. Mit einer weiteren Straße. Da ist die Bäckerei. Die produziert auch genug. Die Leute haben hier alles, was sie brauchen, bis auf natürlich die Religion. Wir bauen zusätzlich unsere Mauer mit auf. Aktuell ist unser Palast noch nicht so viel wert. Das wird jetzt erst kommen in nächster Zeit. Weiterhin werden Ziegel produziert in Massen. Die wollten zu Horus beten, konnten sie nicht. Und der Tempel hatte jetzt auch schon 21 Ruhetage. Wie kann das sein, wenn wir zwei Priester haben, die den ganzen Tag etwas tun? Ein Ruhetag, null. Da sind sie andauernd unterwegs. Im Kulttempel ist keiner. Gibt's da irgendwie die Pest? Ist da sonst was ausgebrochen?
Woran liegt's? Hauptsächlich wahrscheinlich an den Priestern selber. Gut, dann bauen wir jetzt noch einen weiteren Priester mit hin, der sich darum kümmern kann. Auch wenn ich nicht mehr allzu viele Ziegel habe, aber zumindest ist unser Palast jetzt schon mal weiter ausgebaut und sorgt dafür, dass unser Prestige dann auch irgendwann mal in die Höhe geht. Für die Grabstätten bekommen wir gerade mal 2 Punkte. Das ist nichts. Genau, er baut weiter Zinn ab. Wir haben noch wenige Kopeschs, die verteilt werden können an die jeweiligen Soldaten. Ein paar sind zumindest schon mal verteilt worden. Wenn wirklich jeder einen Kopesch hat, dann geht's aufwärts. Dann ist alles gut. Vielleicht muss ich dann irgendwann noch einen weiteren Kopesch-Produzenten fertig machen. Gut, den Obelistensteinbruch haben wir schon mal erforscht. Flut ist gut, immerhin. Wir haben auch noch genügend Zinn, dann darfst du jetzt wieder Kupfer abbauen. Kommen wieder von Süden. Wo sind die anderen alle? Muss ich jetzt auch mal überlegt, loszuziehen und die Bösewichte zu besiegen, das ist aber schön. Goodie. Ja, läuft wieder. Wir haben die Kontrolle zurückerlangt, es ist alles in Ordnung. Der letzte Stein wurde jetzt auch zum letzten Priester gebracht und dann ist hoffentlich irgendwann auch mal der Kulttempel von Horus wieder am Laufen. Gut, dann brauchen wir noch Reh und Bastet sowie Harpy. Bauen wir erstmal Reh und Bastet. Hier passt bloß nichts mehr hin. Reh und Bastet. Ja, auch der muss sich wieder mit Papyrus eindecken. Das ist schlecht für uns, weil wir Papyrus eigentlich brauchen. Aber da müssen wir jetzt erstmal durch. Und vor allem bin ich auch froh, dass wir so langsam an die restlichen Schreine kommen, sodass jetzt auch keiner mehr rummeckern kann, dass er nicht zu dem einen oder anderen beten kann. Und dann wird hoffentlich auch der Kulttempel endlich betrieben. Warst du nicht eben schon unterwegs, um Papyrus zu holen? Seine Frau holt die restlichen Waren. Er ist dort im Schrein. Jetzt können die zu Re beten. Ah, und endlich wird der Kulttempel von Horus wieder betrieben. Meine Güte. Speichern. Es geht wirklich langsam aufwärts. Das Wichtigste haben wir. Wir müssen im Prinzip hauptsächlich die Perser zurückdrängen und gegebenenfalls die ein oder andere Stelle hier noch ausbauen. Das alles könnte uns gehören, hat aber im Moment keine Funktion. Und um die großen Obelisten zu bekommen, brauchen wir noch weitere 360 Ziegel, 80 Papyri und jede Menge Brot bzw. Essen. Wir könnten unsere Leute jetzt hier hinschicken, würde sogar funktionieren. Wir brauchen bloß 20 Wagenlenker, haben aber 24, haben sogar 7 Kopeschs dabei. Dann entsenden wir jetzt die Truppen, gucken mal, was danach kommt. Stoßen wir sie zurück.
So, jetzt haben wir eine persische Festung vor uns. Dafür brauchen wir 30 Speerträger und 30 Bogenschützen. Ich habe mir schon gedacht, dass die Wagenlenker nicht die einzigen sind, die wir benötigen. Aber von hier aus kommen zumindest erstmal keine Plünderer. Das heißt, wir haben jetzt Ruhe, können uns in Ruhe um alles kümmern und vielleicht noch den ein oder anderen Soldaten mit dazu holen. Und da reicht es denn, wenn wir die hier oben mit hinbauen. Die Wagenlenker passen unten auf alles auf. Und hier oben kommen die restlichen Leute hin. Die können sich dann gleich mit Rüstungen und Waffen ausstatten. Und wir haben immer noch viel zu wenig Kopeschs. Er macht auch nichts, er ist erst mal am Essen. Und so langsam wird dann auch endlich das Problem mit den Kulteinrichtungen runtergehen. Ich meine, wir haben Bastet, wir haben Re, wir haben Horus, wir haben Osiris und Hathor. Gut, Harpy und Isis könnten wir noch mit dazu holen, aber alle anderen wie Maat oder Seth oder sonst irgendwie brauchen wir nicht. Zumindest im Moment nicht. Er fängt wieder an, sehr schön. Ist aber ein sehr langsamer Produzent. Gut, nun da wir alles haben, können wir uns auch um den Rest des Palastes kümmern, sodass wir hier unsere 20 Prestige erhalten. Ich werde versuchen, so gut es geht, Prestige aufzubauen, vielleicht noch das ein oder andere Monument mit hinzustellen, vielleicht sogar die ein oder andere Statue. Müssen wir gucken.